Hallo zusammen. Ich befinde mich heute im schönen Lauf an der Pegnitz, eine malerische Kleinstadt, welche dafür bekannt ist, dass die beiden Bahnhöfe eben genau nach dem Fluss benannt sind. Der Bahnhof links der Pegnitz wird dabei von der S-Bahn bedient. Der Bahnhof rechts der Pegnitz allerdings liegt an einer äußerst interessanten Bahnstrecke, um welche es in diesem Video gehen soll. Die Pegnitztalbahn. Wenn Leute davon reden, dass die Pegnitztalbahn zwischen Nürnberg und Marktredwitz eine der schönsten und beeindruckendsten Strecken des ganzen Landes ist, dann beziehen sie sich zumeist auf die 3 Kilometer Strecke zwischen Ruprechtstegen und Velden, das für seinen Dreitunnelblick bekannt ist. Innerhalb von nur 3 Jahren, eine Zeitspanne, die eher schockieren als faszinieren sollte, hat man sich Ende des 19. Jahrhunderts auf eine Weise durch die Natur gebahnt, wie man es von modernen Neubaustrecken kennt. Allein auf dem kurzen Stück zwischen Ruprechtstegen und Velden durchqueren die Züge 4 Tunnels und überqueren 5-mal die Pegnitz. Die alten Stahlfachwerkbrücken zeugen vom Alter der Strecke. Nach und nach werden die alten Brücken durch Neubauten ersetzt, wie etwa hier im Güterstal. Gegen die Sanierung der nicht mehr zeitgemäßen Brücken regt sich massiver Widerstand. Viele Anwohner fürchten um das Idyll ihrer Heimat. Betonmonster statt Eisenbahnromantik. Wobei diese ehrlich gesagt schon seit über einem Jahrzehnt ohnehin nicht mehr das ist, was sie einmal war. Vorbei sind die Zeiten, wo die Dieseltriebwagen der Baureihe 614 die Brücken erschütterten und Reisezüge aus dem nahen Ausland einen Hauch von internationalem Flair versprühten. Fernzüge gibt es im Pegnitztal nicht mehr. Und die regionalen Leistungen werden durch sterile, bundesweit im Einsatz seiende, leichte, innovative Nahverkehrstriebwagen von Alstom erbracht. Aber Zeiten ändern sich eben. Und auch wenn die Linz das klassische Eisenbahnflair vermissen lassen, so sind sie barrierefrei, emissionsärmer, beschleunigungsstärker und leisten allgemein einen zuverlässigen Dienst. Womit es an der Zeit wäre, einen Blick aufs Angebot zu werfen. Zwischen Neuhaus und Nürnberg verkehrt die Regionalbahnlinie 30 im Stundentakt. Morgens und am Nachmittag gibt es Verstärkerzüge, welche jedoch nicht überall halten. Hervorzuheben seien hier die Verstärkerzüge um 16 und 17 Uhr. Während die Züge um 24 nach nur in Erlenstegen, Beringersdorf, Ludwigshöhe und Lauf halten, so hält der Zug um 46 nach, mit Ausnahme der wichtigen Station in Lauf, ausschließlich an den Stationen, an welchen der 24er eben nicht gehalten hat. Dieses geniale Konzept des Alternierens von Stationen ist international verbreiteter als hierzulande und ermöglicht eine allgemeine Reisezeitverkürzung ohne Umsteigen und ohne die unschönen Geschwindigkeitsunterschiede mitsamt ausgebremster Regionalexpresse. Ebenfalls im Stundentakt wird das Schneidachtal durch die Regionalbahnlinie 31 angebunden, welche von Simmelsdorf zum Trennungsbahnhof in Neunkirchen am Sand verkehrt. Um den Schneidachern eine schnelle und umsteigerfreie Verbindung in die große Stadt zu gewähren, verkehrt die Regionalbahnlinie 31 unter der Woche weiter nach Nürnberg. Aus trassenplanerischen Gründen und um Parallelverkehr mit der RB 30 zu vermeiden, legt die RB 31 hinter Lauf nur einen weiteren Zwischenhalt auf ihrem Weg nach Nürnberg ein. Stündlich alternierend sind das der Ostbahnhof und Rückersdorf. Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lauf
ist die Regionalbahnlinie 31 quasi der Regionalexpress nach Nürnberg, weshalb es hier keinen Bedarf für den Halt eines echten Regionalexpresses gibt. Anders als in Hersbruck. Hersbruck und Nürnberg werden durch zwei Regionalexpresslinien schnell miteinander verbunden. Da wäre zum einen der RE 32, welcher in Gegenrichtung weiter nach Bayreuth fährt, und zum anderen der Flügelzug RE 40 mit RE 41 nach Regensburg bzw. Neustadt an der Waldnaab. Dieser Zug ist der einzige, welcher planmäßig die Verbindungsbahn zwischen der linken Pegnitzstrecke und der Pegnitztalbahn befährt. Diese Verbindungsbahn beginnt am Bahnhof von Hersbruck rechts der Pegnitz und verläuft zunächst parallel zur Pegnitztalbahn, bis sie auf einer Rampe einen Bahndamm erklimmt. Im Vordergrund der Bahndamm der Verbindungsbahn, welcher die Sicht auf die Regionalbahn nach Neuhaus versperrt. Der Grund, warum diese Züge, anders als man es erwarten würde, über die gut versorgte rechte Pegnitzstrecke statt über die linke Pegnitzstrecke fährt, der es an einem Expresszug noch mangelt, findet sich in Nürnberg. Denn die linke Pegnitzstrecke war als reine S-Bahn-Strecke geplant und gebaut worden. Regionalzüge sollten hier nie fahren. Dafür gibt es eben die rechte Pegnitzstrecke. Und dementsprechend gibt es auch keine weichen Verbindungen am Hauptbahnhof. Bei Güterzügen sieht es etwas anders aus. Güterzüge können beide Pegnitzstrecken benutzen, da es von beiden Strecken Abzweige zur Nürnberger Güterringbahn gibt. Regionalzüge nach und aus Reb und Hof und der RE30 nach und aus Bayreuth durchfahren Hersbruck und halten erst in Neuhaus, der Endstation der Regionalbahnlinie 30. Soweit zum Status quo, welcher uns in dieser Form sowohl Strecken als auch angebotsseitig nicht mehr lange erhalten bleiben wird. Denn sowohl im Schneitag als auch im Pegnitztal sind umfassende Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung geplant. Neben der allseits bekannten Elektrifizierung soll in Hersbruck Ost, etwa an der Stelle des Dreigleisabschnitts, ein neuer Haltepunkt für die S-Bahn entstehen. Der hier zu erkennende Haltepunkt in Hohenstadt soll etwas südwestlich näher zum Stadtzentrum verlegt werden. Das ist hier das Empfangsgebäude vom Bahnhof Schneitach-Markt. Und hier kann man tatsächlich noch erahnen, hier befand sich einst das zweite Gleis, als Schneitach noch ein Kreuzungsbahnhof war. Man erkennt es gut hier an der freigelassenen Fläche, wo keine Schienen mehr liegen, aber in der Flucht führt es genau auf die Strecke. Dieser Kreuzungsbahnhof soll nach modernen Maßstäben wieder neu gebaut werden, was einen künftigen Halbstundentakt der S-Bahn ermöglichen soll, womit wir erneut beim Angebot wären, beim zukünftigen, stark verbesserten Angebot im Pegnitz- und Schneitachtal. Zusätzlich zu dem stündlichen Zug nach Neuhaus, der weiterhin als S-Bahn erhalten bleiben wird, wird es zwischen Nürnberg und Hersbruck zusätzliche S-Bahnen geben, welche in einem sauberen Halbstundentakt verkehren werden. Um, wie kurz zuvor bereits erwähnt, auch nach Simmelsdorf-Hüttenbach künftig halbstündig fahren zu können, wird die S-Bahn Nürnberg zum ersten Mal auf das Konzept der Flügelung zurückgreifen, wie es heute bereits vereinzelt auf den Regionalbahnlinien 30 und 31 angewendet wird, genauer gesagt um 14:45 am Bahnhof Neunkirchen am Sand, wie hier zu erkennen. In Zukunft wird diese Trennung zum Alltag werden. Dabei trennen sich die künftigen S7 und S8, wie die S-Bahnlinien vermutlich heißen werden, in Neunkirchen, fahren jeweils zu ihren Zielen und werden später in Neunkirchen wieder vereinigt. Hier in Neunkirchen war der alte Bahnsteig zu schmal für eine Wartehalle, weshalb man es intelligent gelöst hat, indem man die Wartehalle direkt an den Aufgang der Unterführung herangebaut hat. Eine sehr clevere Lösung für ein Platzproblem. Es ist davon auszugehen, dass auf den neuen S-Bahnlinien S7 und S8 moderne Elektrotriebwagen der Baureihe 1440, im Volksmund auch als Grinsekatzen bekannt, unterwegs sein werden. Bei den Regionalexpressen ist hingegen davon auszugehen,
dass die Regio-Swinger der Baureihe 612 noch ein paar Jahre im Einsatz sein werden. Doch so wie die Regio-Zwinger einst die legendären Pendolinos abgelöst haben, so werden auch die Neigetechnik-Triebwagen der zweiten Generation irgendwann durch neue Dieseltriebwagen ersetzt werden. Dieseltriebwagen aber in jedem Fall, da der Großteil der Strecken in Nordostbayern und in der Oberpfalz nach wie vor nicht elektrifiziert sein wird. Apropos Elektrifizierung. Ausgerechnet die malerischen Tunnel im tiefsten Pegnitztal stellten die Planer vor eine große Herausforderung. Denn als man die Tunnel Ende des 19. Jahrhunderts gebaut hatte, lag die Idee von elektrisch betriebenen Zügen in weiterer Ferne, als es der Hyperloop heutzutage tut. Wie man auf den Aufnahmen gut zu erkennen kann, passen die modernen Züge gerade so durch den Tunnel. Platz für eine Oberleitung mit Stromabnehmer bleibt keiner. Weshalb man kurzzeitig überlegte, einen 5,5 Kilometer langen Neubautunnel zu bauen, welcher die alte Bestandsstrecke umfahren würde, welche dementsprechend stillgelegt worden wäre. Glücklicherweise hat man sich jedoch alternativ für eine Aufweitung der Tunnel im Pegnitztal entschieden, sodass uns der malerische Drei-Tunnel-Blick in Velden auch in Zukunft erhalten bleiben wird. Ich verbinde Velden nach dem schönen Ausflug ins Pegnitztal jedenfalls mit Aufbruchs- und Umbruchsstimmung. Denn ich bin nach Velden gekommen, um nachzudenken auf diesem Ausflug. Darüber, ob das Leben, wie ich es führe, das Leben ist, welches ich wirklich führen möchte. Ich werde zurückkommen nach Velden und ich werde die neuen drei Tunnel mit Fahrdraht aufnehmen. In einem hoffentlich besseren und erfüllteren Leben.